iPadblog.de. Beginn der entscheidenden Technologie. Die 32. Episode wird euch präsentiert von der Denkform Systemlösungen in Media, das Apple IT Systemhaus als Partner im Rhein-Main-Neckar-Gebiet. Wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Vergnügen mit dem Alexander Füller. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Video-Episode des iPad-Blogs. Nicht wie in etwa zu erwarten aus der Hauptredaktion unserer Internetredaktion in Bad Homburg, sondern heute live und direkt von mir, Alexander Füller, zu Hause. Ganz lässig auf der Couch und ihr seht es bereits, das iPad ist bereits da. Wie in etwa zu erwarten, lief durch ganz Europa eine Welle von unterschiedlichen Reaktionen in Bezug auf die Lieferung des iPads. Eigentlich zu erwarten, dass das iPad am 28. diesen Monat die deutschen Grenzen erreicht haben sollte und an diesem Datum auch zugestellt werden sollte, haben wir das iPad bereits einen Tag vorher beziehen können, beziehungsweise TNT lieferte das iPad bereits am 27. aus. Ja. Welche Punkte wollen wir heute in der heutigen Folge behandeln? Und zwar einmal grundsätzlich nochmal kurz über die Lieferung zu sprechen des iPads, sowie wie trimme ich eine Standard-SIM-Karte auf eine Micro-SIM-Karte herunter und funktioniert das Ganze dann überhaupt noch auf meinem iPad selbst? Das werdet ihr gleich erfahren. Zunächst einmal zu der Verpackung des iPads. Dort wurde, wie im Vergleich zum iPhone, relativ gespart. Und zwar hatten wir beim iPhone ein 3D-Cover, wo man die einzelnen Ränder sowie den Home-Button fühlen konnte. Dies ist jetzt eine einheitliche Fläche. An Zubehör wurde nicht viel dazu geliefert. Es wurde lediglich ein normaler 220-Volt-Connector dazu geliefert, um das iPad an die Steckdose anzuschließen. Und ein USB-Kabel, um das iPad mit seinem Mac oder ihrem Windows-PC zu synchronisieren. Ja, wie schon bereits gesagt, das iPad ist da. Wie ihr bereits sehen könnt, verfüge ich über eine 3G-Version. Dies ist kenntlich zu machen an der schwarzen Plastikoberseite des Geräts, wo sich die Antenne befindet. Und über die dann dementsprechend UMTS oder Edge-Signale oder vielleicht auch HSDPA-Signale empfangen sowie auch gesendet werden können. Das iPad macht auf mich einen sehr, sehr guten und robusten Eindruck. Das Display ist sehr, sehr hell, lässt sich gut bedienen und wie ihr schon sehen könnt, die Rotation-Funktion funktioniert ebenso. Nun kurz zu der Micro-SIM. Was haben wir überhaupt unternommen, um eine Standard-SIM-Karte zu einer Micro-SIM zu machen? Wir haben einen Kooperationspartner, simcardroadworks.de, welcher gewisse SIM-Card-Folien liefert. Diese Folien funktionieren im eigentlichen Sinne so, dass ihr eure bestehende Standard-SIM-Karte einfach über diese Folie legt, sprich diese Folie auf dieser aufklebt und damit habt ihr ein Muster, wie ihr eure Standard-SIM-Karte auf die Micro-SIM-Karte zuschneiden könnt. Wie bekanntlich macht man das etwas grob, deswegen gab ich dies Ganze in die Hände meiner Freundin, die dies mit einer größeren Sorgfalt behandelte wie ich. Und wie wir schlussendlich sehen können, haben wir T-Mobile empfangen. Was mich jetzt derzeit noch wundert, ist einfach nur, warum unbedingt T-Mobile dort steht, weil auf den ganzen iPhone-Geräten auch derzeit die T-Mobile zur Telekom übergetreten ist. Und dort ebenfalls das Carrier-Logo Telekom steht. Aber das werden wir mit Sicherheit noch herausfinden. Ich will euch einfach mal kurz einen Einblick geben, damit ihr kurz seht, dass ich wirklich T-Mobile-Empfang habe. Das Ganze könnt ihr nachverfolgen, indem ihr kurz auf den Home-Button klickt. Unter Einstellungen selbst seht ihr bereits den Bereich mobile Daten. Dieser ist erst verfügbar, sobald ihr eine SIM-Karte eingelegt habt. Kurz noch zu dem Zuschneiden der Multi-SIM-Karte. Das Ganze hat sich etwas komplizierter gestaltet, wie man sich eigentlich vorstellen könnte, ist dennoch machbar. Und zwar mussten wir mit einer
Nagelfeile und Feinnagelfeile diese ganze nach dem Zuschnitt nochmal etwas bearbeiten, sodass diese hineingepasst hat. Es funktioniert aber prima. Ich bekomme Edge-Empfang und ich bekomme UMTS-Empfang und das Ganze lässt sich betreiben, wie schon auf dem iPhone zu sehen. Noch einmal kurz zu den Netzbetreibern selbst. T-Mobile ist dort aufgeführt und das Ganze geht über die Netzeigenschaft automatische Erkennung des jeweiligen Dienstes. Ja, wir werden in späteren Episoden nochmal kurz darauf zurückkommen, wie sich die Generation 50 Plus dementsprechend auch mit dem iPad verhält. Selbst habe ich dieses nur kurz meiner Mutter in die Hand gedrückt. Nach 5 Minuten war diese schon so begeistert, dass sie sich auch ebenfalls demnächst ein iPad zulegen möchte. Dies war es von meiner Seite auch schon. Eine relativ kurze Video-Episode. Ich hoffe dennoch aufschlussreich für euch. Für weitere Details und Beschreibungen, wie ihr die Standard-SIM-Karte auf eine Micro-SIM-Karte herunterkürzen könnt, findet ihr im jeweiligen Beitrag bei uns auf www.ipadblog.de. Vielen Dank und auf Wiedersehen. ipadblog.de. Beginn der entscheidenden Technologie. Vielen Dank fürs Zuschauen zur 32. Episode. Wir weisen nochmal hin auf unsere Xing-Gruppe, dem iPad-Blog-Fachforum. Vielen Dank.